Da gibt es natürlich eine Geschichte dazu. Und deswegen bin ich unter anderem heute Abend hier und heute Abend noch nicht ganz, heute Nachmittag. Heute Abend dann die Biers. Wer weiß, dass wir gerade auf Kickstarter mit einem Projekt sind? Okay, so gerade die Hälfte. Muss ich, glaube ich, unseren Marketingmanager feuern. Das bin leider ich selbst. Insofern bleibt das so. Also, Kickstarter ist schwierig, wie vielleicht schon die einen oder anderen mitbekommen haben. Und wir haben schon für unser erstes Everspace, haben wir ja damals eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Die lief super. Und da haben wir 420.000 Euro eingenommen. Chris Roberts hat einen super Shoutout gemacht. Da waren wir so gerade bei knapp 100% von dem Funding-Goal. Und der meinte dann so, hier, guckt, hat an alle seine Star-Citizen-Kollegen eine E-Mail rausgehauen und hat gesagt, guckt euch hier diesen Space-Shooter an, Everspace, sehr arcadey, er ist ein Roguelike. Also anders, ganz anders als Star-Citizen, keine Space-Simulation, unterstützt die mal auch. Ne? Und das lief dann auch ganz gut. Und für alle die, die nicht wissen, oder anders gefragt, wer weiß, was ein Roguelike ist? Geile Audience, ihr seid super, okay. Wir rufen den trotzdem mal ab hier. Super, danke. Ja, sorry. Kleiner Test, wie interaktiv wir dann auch mit den Tech-Jungs hier reden können. So, wer kennt CoCarnage? Ja, so ein paar, ne? Ist ein sehr populärer Streamer auf Twitch, hat so 1 Million Follower. Der fand Everspace super, hat uns damals auch gebackt. What the hell? Ja, bist noch nicht ganz drauf. Und wir haben jetzt einfach mal. Lass mich nochmal. Yo, is something sniping me? There he is. Eliminate him quickly before he does more damage. No need to tell me. What? Really? Oh, that's not cool. I don't want that kind of enemy in here. That was rude. Shmeggy, I am loving this song, man. I'm loving the music in this too. But I'm really enjoying this game. This is kind of a sleeper hit. I was not planning on enjoying this game as much as I did. I thought it was going to be like an afternoon stream, and this is like day 5 of me streaming it. So, yeah, I've been really enjoying it. Really enjoying it. What is this? Ancients? Wait, what? Dude. What is this? What is this? It seems abandoned. Well, this just got significantly cooler. Are these ancients? I cannot confirm this as I have no data. They could also be some kind of wardens of the ruins. Huh! Sweet Jesus, man, are you serious? This gun actually seems to be pretty good for them. Yeah, let me just, you know, casually harvest some plasma while I'm fighting an alien menace I've never seen before. I can leave. Oh, wait, can I go in here now? Wait. This would be so cool if this works. What is going on here? New glyph unlocked. But cool.
for science. We have either traversed several sectors, or I am experiencing a locator malfunction. Please cross-check the map. Super, danke. Jetzt geht die Präsentation. Ich wollte euch das zeigen, weil ich kann nicht euch lange erklären, was Everspace 1 war. Das ist Everspace 1. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Es ist prozedural generiert. Die Level sehen zwar cool aus, dennoch ist immer dieser Zufallseffekt da und gewisse Events wie dieser Ancient Temple, du weißt gar nicht, dass der kommt. Den haben wir auch gar nicht kommuniziert. Wir wollten halt ein Spiel machen. In einem Roguelike startest du ja immer wieder von vorn, wo wirklich krasse Überraschungen auf den Spieler warten. Der sagt so, was ist das denn? Und ich hätte das nicht besser skripten können, wie Co. eben Everspace gespielt hat. Und er fand es halt wirklich super. Das Problem ist, wenn man einen Space-Shooter macht, der grafisch gut aussieht und der ist dann auf Steam und du machst deine Sales und dann sehen Leute diese Bilder, sehen die Screenshots, sehen den Trailer und denken, das ist Freelancer 2017 und kaufen das Spiel und lesen den Text nicht. So, und dann legen sie, wer weiß, was Freelancer ist? Kurze Testfrage. Ja, gute Space Crowd. Open World, Space Shooter, damals so der erste, wo man eben mit der Maus gezielt hat und nicht mit das Schiff drehen musste. Das ist so, ist eben dieses Steuerungsprinzip, das ist auch das, was wir übernommen haben. Und dieses arcadige Gefühl hat. Und dann spielen die und dann sterben sie und dann fangen sie wieder von vorne an. Und die denken, what the heck, was soll das denn jetzt hier? Und sind stocksauer und geben dir negative Reviews. Und das ist uns halt wirklich sehr viel passiert. Wir kamen aus dem Steam Early Access raus, damals mit Everspace 1. Da hatten wir so 93% positive Reviews, also würde man sagen, gutes Spiel. Und dann war halt der Full Release da, dann kamen die ersten großen Sales. Das heißt, wir haben viele neue Spieler reinbekommen, die mit dem Roguelike-Prinzip nicht vertraut waren und das nicht gesehen haben und da überhaupt nicht glücklich drüber waren. Und dann haben wir noch VR hinzugefügt, was damals ein Riesending war, was technologisch ein großer Schmerzen im hinteren Bereich war, wie man auf Deutsch sagen würde. Sehr, sehr aufwendig und auch wiederum dazu geführt hat, dass viele einfach nicht lesen. Es ist ein optionaler VR-Modus. Und da wir nicht wissen, ob du das Headset auf hast oder nicht, können wir dir jetzt nicht auf einmal eben die niedrigen Grafikauflösungen für VR von Latz knallen, sondern du hast die Standarddinger. Und dann sagen halt viele, es läuft ja total scheiße. Wir so, naja, wenn du in die Optionen gehst und hast VR auf, dann kannst du es einstellen und dann läuft es super. Aber das machen halt auch nicht viele. Das heißt, du kriegst dann auf einmal von der VR-Community kriegst auch nochmal einen reingedrückt. Und dann, großer Wunsch, war, dass wir HOTAS unterstützen. Wer weiß, was HOTAS sind? Ja, so ein paar. Das sind die Jungs mit dem Joystick. Genau, Hands on Thrust and Stick. Das wussten noch nicht mal wir, als wir das Spiel damals gemacht haben. Und ich so, okay, das sind also die Hardcore-Kollegen, die haben zu Hause drei Bildschirme, dann ihren geilen Sessel, ne? Und dann hier Captain Kirk-mäßig sitzt sie da. Und natürlich, wenn du ein Space Game machst, dann muss das drin sein. Nun ist es so, dass Everspace halt sehr schnell ist. Und das heißt, du musst ständig dahin zielen, zang, 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 zang. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer würde einen First-Person-Shooter mit dem Joystick spielen? Dachte ich mir, keiner. Und das, genau. Und deswegen ist auch Everspace mit Joystick-Spielen harter Tobak. Kann man machen, haben wir eingebaut, wollt die Community unbedingt haben. Jetzt könnt ihr dreimal raten, was mit den Reviews passiert ist, als das drin war. Das spielt sich ja total scheiße. Da kann man ja gar nicht genau zielen. Genau, weil mit der Maus kann man gut zielen. Und dafür war das Spiel eigentlich auch gemacht. Und das habt ihr leider nicht gelesen. Das ist okay. Wir haben nicht dran gedacht, dass man mit dem Space Game natürlich auch Joystick-Leute adressiert. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir jetzt mit Everspace 2? Na, jetzt könnte man sagen, ihr macht ein Sequel. Das muss ja einfach more of the same. Ne? Also mehr von dem, was schon da war. Einfach noch ein bisschen größer. Und wir so, nee, wir machen eigentlich ein Non-Sequel, eine Nicht-Fortsetzung sozusagen. Genau, alle voll, hä? Wir behalten diesen Space Combat, dieses schnelle Spielen, aber es wird halt ein Open-World-RPG. Das heißt, wir haben die offene Welt, das, was viele Freelancer-Fans sich gewünscht haben. Und weil wir jetzt mit Everspace 1, das lief ganz gut. Und dann hat uns die Lage versetzt, dass wir einen sehr polishten, eine sehr gute Demo bauen konnten, die auch hier auf dieser EGX spielbar ist und auf anderen Shows und so weiter. Und machen eben halt nochmal diesen Kickstarter jetzt, um ein wesentlich größeres Spiel zu machen. Und natürlich bauen wir jetzt auch schon die HOTAS, also diese Joystick-Controls von Anfang an rein. Da kann man es auch noch besser einstellen. Wird aber trotzdem wesentlich schwerer sein. Du wirst Spaß haben damit. Probier es aus. Und VR werden wir aber zumindest am Anfang erstmal nicht machen. Weil das ist eben halt auch, was auch noch hinzukommt.
Hast du ein VR-Spiel auf Steam? Dann sehen viele, die an VR keinen Bock haben, weil das ist immer noch die Mehrheit, ah, das ist ein VR-Spiel. Und dann gucken sie es gar nicht an. Das heißt, wir haben VR eingebaut, um neue Kunden zu bekommen, also VR-Freaks und Fans. Aber im Endeffekt haben wir normale User verloren, weil VR drin war und sie einfach nicht gelesen haben, es ist optionales VR. Und das kann man gar nicht, man hätte es vielleicht ahnen können, okay, ne, fair enough. Aber in dem Moment haben wir schon überlegt, ob wir VR, diese Tags bei Steam, ob wir VR rausnehmen. Weil jedes Mal, wenn Sale da ist und gerade was mit VR zu tun hat, haben wir auch gemerkt, die Reviews gehen runter. Gerade weil man immer mehr, je niedriger der Preis ist, desto mehr bekommt man Leute, die halt nicht so genau lesen. Mal kurz trinken. So. Also, Everspace 2 jetzt. Mal ein bisschen vorklickern. Ich glaube, wir haben noch ein paar Slides. So, ganz kurz zu Everspace 1. Ich hatte das eben, also müsst ihr nicht lesen. Also, hat super geklappt mit Cook, Carnage und anderen. Metacritic, durchschnittlich 8 von 10. Steam-Topseller. Steam hat uns wirklich lieb, ne? Also ganz, ganz viele Features. Viele fragen immer so, gibt's ein Epic, macht ihr ein Epic Store Exclusive? Und wir so, nein, wir wären total bescheuert, wenn wir es machen würden. Wir haben 100.000 Everspace 1 Fans, die es in Steam Early Access gekauft haben. Die wären echt sauer auf uns. Und wisst ihr, wer noch sauer auf uns wäre? Steam. Das ist unsere wichtigste Plattform. Wir machen mehr als die Hälfte unseres Umsatzes, machen wir mit Steam. Trotzdem, weil andere Studios, Publisher erst Steam gesagt haben, dann Epic gemacht haben, ist natürlich das Misstrauen erstmal groß. Nachvollziehbar. Aber für uns, es macht einfach keinen Sinn. Und wir werden es auch nicht machen. Gut, also 4.000 habe ich nicht aktualisiert, 5.000 Reviews auf Steam und so weiter und so weiter. Also Steam ist wirklich, wirklich wichtig. 1 Million verkaufte Einheiten auf Steam. Was werden wir wohl als nächstes machen? Wir kommen wieder raus auf Steam. Als erstes. Und ja, Konsole läuft ganz okay. Switch läuft auch okay. Switch, kleine schlechte Nachricht, Everspace 2 wird es nicht auf der Switch geben, zumindest nicht auf der gegenwärtigen Hardware, weil, zeige ich nachher, wir ganz neue Locations haben, die sehr viel Speicher brauchen und das geht nicht auf der Switch. Aber es kann natürlich sein, dass in 2 Jahren die Switch Nintendo mit einer neuen Hardware um die Ecke kommt. Wenn es geht, technisch, machen wir es. Aber es geht halt einfach leider nicht, derzeit. Also, was machen wir im Neuen? Was machen wir neu im Everspace? Offene Welt haben wir versprochen. Und das ist jetzt, ich hab wenig Zeit gehabt, eine Präsentation vorzubereiten. Deswegen müsst ihr so durch meinen Pitch-Deck durch. Das ist so, wie ich es normalerweise präsentiere zu Partnern und so weiter. Also, offene 3D-Welt, Planetary Surfaces heißt auf Deutsch. Man kann auf Planeten runterfliegen und da gibt es auch was zu tun. Viel Loot, also wir beschreiben ja Everspace 2 auch auf dem Kickstarter als Looter-Shooter in Space. Und natürlich Mining, Trading und so weiter, davon gibt es auch mehr. Eine 20-Stunden-Kampagne ungefähr werden wir drin haben. Und natürlich auch Endgame. Als das Team sich überlegt hat, was machen wir als nächstes, der interne Pitch war so Diablo meets Freelancer. Ja, also ein Loot-RPG kombiniert mit einem Space, mit einem Arcade-Space-Game, so wie Freelancer. So, und ich bin selber überrascht, was als nächstes kommt. Habe ich lange nicht mehr das durchgenommen. So, was ist also unser Versprechen? Wir behalten praktisch das, was alle wirklich gut fanden am ersten Everspace, nämlich diesen schnellen Combat. Und unser Versprechen ist, du launchst das Spiel, innerhalb von 1 Minute hast du eine fette Explosion auf dem Schirm. Also keine Simulation, alles super arcadey. Physik, astronomische Entfernung und so weiter, könnte uns nicht egaler sein. Wir kriegen immer so dieses, hey, da ist kein Sound in Space oder keine Explosions. Wir sagen dann meistens so, don't tell George Lucas. Und warte, bis du ein schwarzes Loch direkt neben einem Planeten siehst. Das sind dann so die Highlights in der Community. Weil es ist halt, wir machen ein Spiel. Es ist over-the-top Sci-Fi, es ist keine Simulation. Da gibt es schon tolle Spiele. Es würde keinen Sinn machen, dass wir noch so ein Spiel machen. Nein, wir machen halt arcadey Space-Shooter. Und mehr Gegner, mehr Varianz. Wir haben die AI neu programmiert und natürlich, wie gesagt, halt die offene Welt. Und für den Open Space Combat habe ich jetzt auch noch ein Video und das sollte eigentlich so laufen. Das ist jetzt unser drittes Vlog vom Kickstarter. Wer hat das schon gesehen? Ha, keiner. Geil. Boom. Nee, doch noch nicht. Boom, boom. Komm gleich. Komm. Nee. Finger weg. Was läuft? Hoffe ich. Warte. Nochmal, klick. Fucking hell. Entschuldigung. Ha, da ist es.
Wer ist denn das? Steht drunter, wir haben keinen Ton, okay? Na, ich bin auch nicht so wichtig. Nee, ich glaube, das liegt daran, du musst den Audiokanal sagen, bitte von der anderen Quelle. Na gut, okay, ich erzähle es. So, also was ihr seht, nee, ich erzähle es, kein Problem, ich mache hier den Redner, ne? Bin ja der Redner. Also, was Uwe, unser Kreativdirektor, hier gerade zeigt, sind erstens die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind 20 Leute in Hamburg mit Rockfish Games. Ein viel, viel größeres Spiel. Da brauchen wir natürlich dann auch externe Studios, mit denen wir arbeiten. Hier geht es um die neuen Schiffsklassen. Wir haben die bestehenden Schiffe, haben wir deutlich höher aufgelöst und eben nochmal komplett neu gebaut. Weil wir eben jetzt auch ein modulares System haben, wie wir die Schiffe bauen. Das heißt, wir werden über 100 Schiffe haben, die aus einzelnen Schiffsteilen zusammengebaut sind. Das heißt, an einem gewissen Teil, einem gewissen Punkt in dem Spiel, könnt ihr dann eure Schiffe auch selber komplett customizen. Also ihr könnt aussuchen, welcher Rumpftyp, welche Flügel, welche Antriebe und das weiterbauen. So, und hier sieht man Alex, unseren Senior Artist. Wir haben eine neue Art und Weise, wie wir die Texturen auf die Schiffe bringen. Vorher wurde das alles reingebaked, jetzt werden diese Sachen vorgebaut. Wir haben eine sogenannte Atlas-Textur pro Schiff. Das ist ein deutlich aufwendiger Prozess, aber dadurch bekommen wir wesentlich größere Details hin. So, und hier sieht man schon den ersten Bosskampf. Das heißt, die haben über mehrere Stufen. Es gibt halt so Weak Spots, der macht dann halt den Schnabel auf. Und wenn man da richtig schön mal in die Zähne reinschießt, kann man besonders viel Schaden verursachen. Und hier sehen wir zum Beispiel einen Gegner. Wenn er dann platzt, dann kommt er noch mit seinem Escape-Pod. Oder hier haben wir den Drone Carrier. Wenn man den angreift, ist zwar eine Menge Loot drin, aber die fliegen natürlich dann alle weg. Dann muss man zusehen, dass man den schnell einsammelt. Also deutlich vielfältigeren, komplexeren Kampf. Hier sehen wir einen Revenger, der besondere Rüstung hat. Und jetzt fliegen wir mal in ein Borg-artiges großes Schiff. Heißt jetzt nicht, dass es Borg-Schiffe in Everspace 2 gibt. Vorsicht. Sondern das ist jetzt für uns direkt aus der Entwicklung einfach mal ausprobiert. Du fliegst jetzt in ein Schiff rein und musst da Schaden anrichten und das ganze Ding ausknipsen. Und dann wollen wir noch so ein paar abgedrehte, fantastische Sachen machen und halt interaktive Level-Elemente, wo du eben über solche Spiegel und so weiter, praktisch Puzzle im Weltraum, kannst du Schaden an Stellen ausrichten, wo es vorher nicht geht. Das noch ein kurzer Überview. Es gibt einen Space Whale oder Space Leviathan, also Weltraumwale. Nicht Schweine im Weltall, sondern Wale im Weltall. Wir sehen schon, also sehr Sci-Fi, sehr Fantasy-mäßig sind die Sachen da drin. Und er ist auf Kickstarter, genau. für die, die den Kickstarter verfolgen, ja, es wird eng. Wir haben jetzt noch so 2,5 Tage heute Abend. Um Mitternacht kommt diese Erinnerungs-E-Mail raus. Das wird nochmal einen großen Push geben. Und die Kampagne an sich läuft sehr gut. Die läuft sogar deutlich besser. Also wenn man jetzt sieht, wie viele Leute gehen auf die Seite und wie viele unterstützen uns dann, läuft besser als die vorige. Und ich habe auch mit anderen befreundeten Studios gesprochen, die sehr erfolgreiche Kampagnen hatten, sagen auch, eure Kampagne läuft extrem gut, auch von den Zahlen. Es kommen halt einfach nicht mehr so viele Leute auf die Seite, weil viele sagen, na, ich warte mal lieber ab, bis das Spiel fertig ist und ob es dann wirklich auf Steam rauskommt. Ja, es kommt wirklich auf Steam raus und ja, wir werden es auch fertig machen. Deswegen packen wir halt nicht rein, Multiplayer und große Schiffe spielen, sondern wir machen das, wo wir wissen, das schaffen wir auch in 2 Jahren. Ha, Ton! Ah, ihr Helden, ey, geil. Greetings, Pilots. We hope you all enjoyed our previous vlog about player ships and yesterday's cheeky update regarding lens flares in Everspace 2. Today we will have a look who else is flying around in the Baltigrades. Most of the NPC ships in Everspace 1 will make a return in Everspace 2 in a completely overhauled form. We are working closely with external partners like Volta, Streamland Studios and Liquid Development, who are adding a lot more details to the original concepts. There will also be many completely new ships in Everspace 2. New concepts are created by Tobias Frank, who designed most of the ships of the original Everspace. The way the process works is that we start out with the gameplay idea and prototype it. This helps tremendously in determining the right size, as well as creating a list of requirements that influence the design. Tobias will then create a selection of different thumbnail sketches. We choose one of them and turn it into a block art and then a detailed concept. Our 3D artists then start with the modeling and texturing. By using high-res Atlas textures, we get a much more appealing look and higher pixel density compared to Everspace 1, where we used baked textures for our ships. The NPCs in Everspace 2 will not only look better, but will also have more varied and complex behaviors. Take the Outlaw Destroyer, which has recharging armor and exposes weak spots when its armor is shut down.
Or the madcap that keeps attacking you in its escape pod, right after it left and explodes a surprise. We're constantly prototyping new enemy types that demand more from the player than just blindly shooting at them. For example, the Ravager has a huge amount of health, but destroying its armor plates deals massive amounts of damage. Destroying bigger ships can require lots of different interactions and clever use of equipment. We're also working on elements that lean a bit more towards the fantastical side. Speaking of which, the space creatures we added to Everspace with the Encounters expansion will also make a return. You can look forward to many more additions. Some of them might even be quite enormous in size. Well, quite a lot of stuff to do, which is why we're super excited to work with some top-notch studios helping us to fill the void of space with lots of awesome new content. See you next week. Ja, ist auch nichts geiler als eine Wiederholung mit Ton auf einmal, ne? Mann, und der deutsche Akzent da im Englischen, pff, Hammer. Habe ich mir aber irgendwann mal abgeschminkt, dass ich mal richtig gutes Englisch spreche, also insofern. Außerdem geht es ja ums Spiel, ne? So, also es geht ums Spiel auf eine große Welt. Wir werden mindestens 8 System von diesen Sternensystemen haben. Das sieht man schon, jedes System hat mehrere Locations, mehrere Orte. Alle diese sind von Hand designt. Vorher waren die bei Everspace 1, war die prozedural generiert. Jetzt sind sie handdesignt, fest geskriptet und haben zusätzlich und top gibt es eben noch prozedural generierte Orte und Events, um das Ganze noch weiter anzureichern und noch abwechslungsreicher zu gestalten. Links und rechts gibt es nochmal weitere Bereiche, da wird man vielleicht einmal hinfliegen können. Grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt halt eine offene Welt und da kann man natürlich besser Content auch nach dem Launch hinzufügen. Das heißt, wir haben das Spiel schon so designt und auch von der Story her so aufgebaut, dass wir dann 1 oder 2 Expansions bringen können, wenn es gut läuft. Klar. So, storymäßig ist auch wesentlich mehr los. Das war so ein bisschen auch eine Kritik an dem ersten Everspace. Mensch, das ist ja gar keine Story und so, das ist so langweilig. Problem ist, Everspace 1 als Roguelike war halt bretthart, wollte unser Team auch so, waren wir uns auch nicht ganz einig, ehrlich gesagt. Ich muss es immer noch auf leicht spielen, damit ich es überhaupt schaffe. Kann aber vielleicht eine Altersgeschichte sein. Und es ist eben so bei einem Roguelike, wenn du stirbst, fängst du halt wieder von vorne an. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man eine Geschichte erzählen will. Weil wenn du nicht ständig Fortschritt machst, dann verlierst du irgendwann auch den Faden. Das heißt, so wie wir die Geschichte in Everspace 1 erzählen, und das ist relativ viel, das sind noch ganz, ganz coole Twists, dafür muss man natürlich erstmal ans Ende kommen, was nun mal in einem Roguelike Brett hart ist, was viele nicht machen. Es ist auch so, wenn du halt, du fängst wieder von vorne an, dann spielst du wieder Level 1, 2, 3, 4, 5 und sagst so, was war jetzt nochmal die letzte Cutscene, wer ist nochmal der Böse, wer ist der Gute, und dann verliert man einfach den Faden. So, wir dachten, das ist eine coole Idee. Glaube ich auch nach wie vor, dass es das war, aber es ist wirklich schwierig, eine lineare, spannende Story in einem Roguelike zu erzählen, eben gerade über diesen ganzen Spielfortschritt. So, deswegen haben wir jetzt eine offene Welt, da haben wir natürlich lineare und persistente Spielerprogression. Das heißt, der Fortschritt wird nicht weggenommen. Wir sehen schon hier, es gibt deutlich mehr Charaktere, mit denen der Held in gewissen Beziehungen steht. So, genug der Spoilerei. Ich brauche einen neuen Piu-Piu. Piu. Da, so. Open World muss es natürlich auch eine Homebase geben. Das heißt so, da nach dem Tutorial, was wir jetzt auch schon mal im Stream gezeigt haben, ich glaube vorgestern. Vorgestern haben wir das erste Mal die Tutorial-Mission gezeigt, das ist auch alles noch Work in Progress. Sieht aber schon ganz cool aus. Dann landet man endet praktisch in seiner Homebase. So, da hat man dann für seine verschiedenen Schiffe. Man kann es natürlich ausrüsten und deine Beute lagern und Missionsboard und so weiter. Und natürlich auch die Piloten-Skills. Also zu einem RPG gehört natürlich dazu, dass man Erfahrungspunkte hat und diese dann investiert in die Eigenschaften, die deinen Charakter ausmachen. Dennoch ist es so, viele fragen, kann man denn aus dem Schiff aussteigen? Kann ich was machen? Kann ich so in der Station rumlaufen? Nee, kannst du nicht. Zum Ersten, wieder sehr teuer, müssen wir aufwendig produzieren. Zweitens, wird es dann ein anderes Spiel, dann wird es wieder simulationslastiger, macht das Spiel langsamer. Und das Wichtigste ist, du bist das Schiff. Du bist nicht der Charakter. Das Schiff bekommt die RPG-Elemente, also das Upgraden, die neuen Waffen. Das heißt, jedes Mal, wenn dann ein neuer Level freigeschaltet wird, kriegst du kritischen Hitpunkt. Schaden für deine Schiffe liegt für dich als Han Solo. Und das ist noch so eine Sache, die in der Konzeptionsphase ist es zwar klar, aber es ist natürlich, um es jetzt euch rüberzubringen,
muss man es eben halt nochmal auch genauer erklären, wo der Unterschied zwischen einem Spiel ist, wo, also vergleicht es wie mit Destiny, das ist praktisch euer Destiny-Charakter, wo ihr dann eben neue Waffen ausrüstet und so weiter und die Progression, also den Fortschritt eben halt an dem Schiff habt und nicht an einer Spielerfigur an sich. Großer Unterschied. Ah, piu, 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 piu. Achso, genau, Companions. Wir hatten ja schon eben gesehen auf dem Slide davor, da war der Hero in der Mitte und da gab es noch so ein paar Typen außenrum. Wir haben jetzt diesmal auch Companions, Gefährten. Und diese Gefährten werden halt über den Fortschritt der Geschichte, wirst du die halt treffen. Und die haben auch nochmal jeweils ihre eigene Side-Mission. Und wenn man die zu Ende macht, gibt es dann permanente Vorteile fürs Endgame, ähnlich wie das damals bei Fallout 4 war oder anderen Spielen sind nicht die einzigen, die das gemacht haben. Meistens dann die nächste Frage, wird es auch unterschiedliche Dialog-Modi geben? Wird es nicht geben, weil es auch wieder sehr teuer ist. Und am Ende des Tages, wenn du nicht wirklich verschiedene Enden hast, und dann immer sagen, ich kann jetzt mal irgendwie lustig antworten, traurig antworten, frech antworten oder nett antworten, ist dann auch egal, wenn am Ende des Tages, am Ende der Geschichte immer dasselbe bei rauskommt. Und Branching Storylines ist wahnsinnig teuer, super, super schwierig, kann sehr buggy werden, weil du musst natürlich auf einmal alle Möglichkeiten durchspielen. Gibt auch einen Grund, warum diese Spiele häufig erst ein Jahr nach dem offiziellen Release dann auch wirklich, naja, bugfrei ist sowieso kein Spiel, aber so sind, wie sie es gedacht haben, sagen wir mal so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eine Geschichte, ja, du hast Companions, kannst du machen, musst du nicht machen, aber es gibt eben keine Branching-Storyline. So, das ist eigentlich, neben dem Space Combat, ist die Itemization, wie auch immer das deutsche Wort dafür ist, dass man halt ständig neue Objekte, können wir mit Itemization leveln, Items und so weiter? Bitte sagen mal nicken, dann muss ich nicht, ja, alles klar, super. Ein Glück. Ich kriege mir einen drüber gebraten, wenn ich eine Pressemitteilung schreibe, mit den englischen Wörtern daraus. Aber eigentlich kennt ihr das doch alle. Also, Itemization ist wichtig. Das ist so, da steckt natürlich der Spaß drin im Endgame, noch geilere Loot finden und natürlich jetzt nicht nur einfach mit den Base-Stats, dass man sagt, ich habe mehr Hüllenschaden, mehr Energieschaden oder Schildschaden, sondern es gibt auch irgendwie, keine Ahnung, fährt die Schilde beim Gegner für 2 Minuten runter oder so, das wäre ein bisschen krass, wäre schon ein bisschen overpowered, aber solche Sachen, oder ein Teleporter, auf einmal, wenn du einen Teleport durch den Gegner machst, richtest du Schaden an, solche Sachen wird man dann eben da drin finden. Natürlich haben wir sowas wie gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, super selten, legendär, episch, naja, also die Klassiker, deshalb wollen wir das Rad nicht neu erfinden und da steckt eine Menge Spaß drin, bockt auch jetzt schon in der Demo, ehrlich gesagt, die ist so gut so für 2 bis 4 Stunden. Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Maschinen da, die leider technisch ein bisschen unterdimensioniert sind. So die eine mit der geilen blauen Sonne, wenn man dahin fliegt, wird sehr langsam. Ist natürlich jetzt eine Demo, die noch nicht optimiert ist auf andere Systeme. Aber ansonsten einfach mal Streams gucken aktuell, da sieht man das in voller Pracht. So, Trading. Kein Spiel, kein Weltraumspiel machen ohne Handel. Sonst gibt es Ärger von der Community. Das können wir auch schon mal so sagen. So, Handeln gibt so 10, vielleicht 20% der Spieler, würde ich sagen, wollen handeln. Boy, aber die wollen wirklich handeln. Also wenn da kein Handel drin gibt, echt auf die 12. Das haben wir auch gesehen. So, mit Handeln, das ist eine Sache für sich. Sekunde. So, Handel super. Handel bringt auch Spaß. Ne? Ich fliege von einem Ort zum anderen. Ne? Buy low, sell high. Habt Cargo voll, geile Ware. Fliegt zum nächsten Planeten. Boy, hier super, da kann ich tolle Waffen verkaufen und mache einen schönen Schnitt. Ja, das Problem ist, auch da wieder die Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, werden auf einmal sehr vielfältig. Es wird sehr offen, es wird auf einmal ein anderes Spiel. Und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht durch Handel auf einmal das ganze Spiel kaputt macht. Dass Handeln so lukrativ wird, es gibt so bei fast alle Handelsspiele oder viele Handelsspiele haben die besondere Herausforderung, dass an einem gewissen Punkt kippt das Spiel. Da wird es einfach mal so einfach, dann hast du deine geilen Handelsrouten rausgefunden, das machst du Tag ein, Tag aus und die Kasse klingelt wie blöd. Um das zu verhindern, führt man dann ein dynamisches Handelssystem ein. Das ist aber dann auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Also dann wird es eben nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel. Eigentlich wird das ein Spiel im Spiel. Wir sind 20 Leute, wir wollen in 2 Jahren fertig werden, müssen wir vorsichtig sein. Also, Handeln wird es geben, ja. Hatten wir damals auch schon bei Galaxy on Fire 2 drin. Also für die, wer weiß das? Galaxy on Fire 2, das ist also Rockfish Games, das Team jetzt, die 10 Kernleute sind die, die Galaxy on Fire 1 und 2 gemacht haben. Wer weiß das? Nicht so viele, alles klar. Alright. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber in Galaxy on Fire 2 hatten wir eben halt auch schon Handeln drin und deswegen fragen natürlich gerade viele Fans von früher, ah, das wollen wir alles wieder haben. Also ja, Handeln wird es wieder geben.
wahrscheinlich so in dem in der Ausbaustufe, wie wir es damals bei Galaxy on Fire 2 drin hatten. Aber eben kein, ich glaube, das habe ich da sogar versprochen. Ne? Siehst du, so lüge ich in den Pitches. Ne? Guck mal hier, Dynamic Trading System steht da. Okay, das ist ein Slide von vor einem halben Jahr, das haben wir gestrichen. Also, gibt es nicht. Keine Kameras hier. Aber es gibt Handel, aber kein dynamisches. Ja, gehe ich davon aus. Ich glaube, das müssen unsere Jungs auf jeden Fall haben. Schmuggeln muss sein. Ja, es wird auch ein Reputationssystem geben. Das geht ja auch so in die Richtung. Ne? Es wird ja verschiedene Fraktionen geben. Es gibt mindestens eine weitere Fraktion in Everspace 2. Und die Outlaws werden jetzt in Clans organisiert sein, sind dadurch auch ein bisschen interessanter, bekommen Persönlichkeiten, abwechslungsreicher. So, dann habe ich noch ein Goodie für euch. Spätestens nach diesem einen Weltraumspiel, wo man eigentlich fast nur auf dem Planeten rumrennt und ab und zu mal im Weltall rumfliegt, wollen alle immer auf Planeten landen. Klingt super, oder? Planeten landen? Wer findet Planeten landen geil? Ja, ist geil, genau. GTA, ein großes Spiel, ne? Ist eine Stadt. Wir reden über Planeten. Ihr merkt, wo der Haken ist. So, also, wenn du den Spielern versprichst, ihr könnt auf Planeten landen, sagen, das ist total geil, fliege ich runter. Und dann siehst du da diese eine Stadt, du musst erstmal diese Stadt bauen. Die Stadt finde ich jetzt scheiße, ich will zu einer anderen Stadt fliegen. Du musst auch noch die andere Stadt bauen. Machst du das nicht? Wenn du es nicht alles baust von Hand, musst du es prozedural bauen. Dann hast du dieses Spiel, wo alles gleich aussieht. Also du drehst dich einmal um 360 Grad, dann hast den Planeten gesehen. Wenn das aber wieder nicht so ist, du kriegst das wirklich hin, dass alles total unterschiedlich ist. Wie lange willst du denn dann auf diesem Planeten spielen, bevor du zum nächsten gehst? Also, auf dem ganzen Planeten zu erforschen, ich lehne mich jetzt echt weit aus dem Fenster, ne? Ist eine scheiß Idee. Weil das einfach nie jemand zu Ende spielen will. Das ist ein Spiel. Also, du erforschst ja auch nicht mal ganz Berlin oder Hamburg oder wo immer ihr gerade herkommt. Ein Planeten erforschen ist der komplette Game Design Wahnsinn. Das klingt super toll, aber wir halten das für überhaupt gar keine gute Idee. Aber wir wissen, ihr wollt runter zum Planeten. Kriegt ihr auch. Kriegt ihr aber in begrenzten Gebieten und die sind Handdesign und sehen auch richtig geil aus. Ah, piu, 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 piu. Piu. Hey there, pilots. Welcome to the final vlog before the end of our Kickstarter. We are now over 75% funded, which is the minimum of where we hope to be at for the final push. The 48-hour notification on Kickstarter will kick in tomorrow at midnight CET, so we will hit the weekend prime time in North America and also cover the entire Monday in Europe when people check emails at work, right? Okay, so much for the final tactics. Now let's talk about the open world design and environments in Everspace 2, shall we? The world of Everspace 2 will be much bigger than the one of Everspace 1. This time, players will be free to travel an open world at their own pace and leisure. The game will once again take place in Cluster 34, although a much larger version of it. There'll be at least 8 star systems, each with their own visual identity. Prepare to encounter various factions and races, bizarre celestial formations, strange natural hazards, gigantic cloud formations and vast asteroid belts. Each system will have a number of handcrafted locations you can visit. Unlike Everspace 1, these won't be procedurally generated. We are now in full control and can design them in a way that makes them always meaningful and interesting to explore. Besides space stations with job boards, shipyards and trading hubs, there will also be many hidden secrets to uncover and side activities to take part in. While most locations are in open space, some will be on planetary surfaces. Although you won't be able to get out of your ship, there will be near-surface combat. You will also be able to land on stations and fly inside huge interior areas like capes or vaults. Locations can be left at any time using your ship's jump drive, allowing you to travel between them in superlight mode. By traversing a system, you might pick up unknown signals or get intercepted. In both cases, you will enter locations that are much like the ones you know from Everspace 1. While some of these will be fixed and distributed across all systems, others will be randomly created from scratch. Exploring these will always be worth your while. A system is divided into several regions that not only look and feel different, but also have certain threat levels and spawn probabilities for NPCs and resources attached to them. This allows us to keep things interesting
control player progression, and also create trade routes for mineable resources that can only be found in certain areas. Impressed? I absolutely was when I saw all the sweet new footage from our team. Now it's on you guys to get us over that finish line. We can do this. I believe in you. So I'm making an appointment with my local barber on Monday, because this beard is coming off. All right, have an awesome weekend, and see you next week. Geht? Ja, geht. Super. Wie trinkt man mit so einem Bart? Also, das, man muss sich wirklich dran gewöhnen. Ich werde mich nicht dran gewöhnen. Das Ding muss ab. War natürlich eine leichtsinnige Wette. Ich so, wenn wir unser Funny Goal erreicht haben, bis dahin kommt der Bart nicht ab. Da habe ich noch gedacht, das wird easy. ist nicht so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Montag dann endlich mal hier die Hecke aus dem Gesicht bekomme, weil das nicht meins. Aber ihr habt jetzt eine Menge gesehen, wo es hingeht. Und wir hoffen, das gefällt euch. Wir finden es selber super, super geil. Das Team ist motiviert bis in die Haarspitzen und arbeitet nach wie vor am geilen Scheiß. Wenn ihr jetzt auf Kickstarter backt, die Demo ab 40 Euro gibt es dann im Dezember. Wie gesagt, die müssen ein bisschen aufbohren. Closed Alpha Access planen wir für April, Beta für Juli und Juli. Und Steam Early Access dann im September. Kommt dann eben halt auch in der Vollversion auch auf den Konsolen raus, PS4 und Xbox. Das wird so Ende 2021. Meistens kommen sie die Frage, was ist denn mit den neuen Konsolen? Ja, die finden wir natürlich super geil. Aber da kann ich nicht zu sagen, ohne mir selber einen Fuß zu schießen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die finden wir super geil, die neuen Konsolen. Ja? You hear me? Okay, gut. Das war's. Habt ihr Fragen? Ist entweder ein richtig schlechtes Zeichen oder ein richtig gutes Zeichen? Ja, oder Vorsicht, Achtung. Es gibt doch das, ihr wollt das haben, ne? Das ist ein Gameplay-Element. Das wusste ich nicht. Unlocked. Ja, nee, die Frage wäre jetzt... Du bist, glaube ich, nicht ran an das... Ach, hier kann ich reinsprechen. Ja, hallo. Das ist ein Wurfmikro. Ah, wunderbar. Die Frage wäre, kann man euch anders unterstützen, außer über Kickstarter? Weil Kickstarter ist ja immer relativ schwierig. Da braucht man ja entweder eine Mastercard oder ähnliches. Bankeinzug geht mittlerweile auch. Oder via Bankeinzug, genau. Ja. Aber eben so Geschichten wie PayPal und so funktionieren. Ja, PayPal geht noch nicht. Ja. Deswegen werden wir am Dienstag, nicht am Montag, am Dienstag werden wir unseren eigenen Online-Store launchen und da bieten wir dann eben halt auch PayPal und andere Bezahlmöglichkeiten an. Allerdings nur ein Teil der Belohnungen, also gerade diese extrem hochpreisigen Kreativbelohnungen, die werden wir da wahrscheinlich nicht haben, sondern eher so, ich hätte gerne nur das Spiel, ich hätte das Spiel mit der Demo, Alpha, Beta, Konsolenversion, Season Pass und vielleicht solche Sachen so neben Dreh. Und klar, also da natürlich auch sehr gerne. Warum machen wir das nicht vorher? Wenn du vorher so einen Store hast, wird es Leute geben, die dann doch auf dem Store dich backen. Das ist zwar gut, weil das Geld hast du dann auf jeden Fall, aber es fehlt dir im Zweifelsfalle, um dein Finanzierungsziel auf Kickstarter zu erreichen. Deswegen macht man das erst, wenn man sein Finanzierungsziel erreicht hat. Und damit Kickstarter einen auch nach wie vor noch lieb hat, weil die natürlich das nicht so toll finden, wenn du eine Kampagne machst und sie promoten dich und sagst, aber du kannst das bei uns auch bei uns direkt bezahlen. Deswegen will man sich einen Partner nicht verbrennen. Kickstarter ist übrigens super supportive für das Projekt, hat uns da so ein paar Mal gefeatured. Von denen kriegen wir auch sehr, sehr viel Liebe. Das macht auch der Michael Liebe hier von Booster Space. Das ist der Kickstarter-Mann in Europa sozusagen. Ein weiterer Grund, warum wir wirklich hart dafür kämpfen, dass diese Kampagne erfolgreich ist, weil wenn sie trotz der schwierigen Situation, die man draußen im Netz hat, mit Steam, Epic Store Exclusive und so weiter, und viele Entwickler haben halt das und das versprochen und nicht geliefert, warum sollen wir euch trauen? Kann ja genauso sein. Klar, können wir nicht beweisen, aber in der Vergangenheit haben wir schon bewiesen, dass wir eben halt auch liefern können. Nicht nur liefern können, sondern dass wir auch liefern und unser Versprechen auch halten. Insofern ist es schon auch ein wichtiges Signal für andere Indies. Kickstarter kann schon funktionieren. Du musst halt klar kommunizieren mit deiner Community und musst eben Vertrauen aufbauen. Das kommt nicht von irgendwo her. Das muss man sich eben halt auch ein Stück weit verdienen. Und insofern würde es mich sehr freuen, eben halt auch für die deutsche Indie-Szene. Ja, Kickstarter funktioniert noch. Ja, es ist scheiß viel Arbeit, war aber auch der erste. Ich bin mindestens um 10 Jahre im Gesicht gealtert. Wenn man so das erste Video anguckt und das letzte hier, und so wie ich jetzt auf der Bühne stehe, ich weiß, wie ich aussehe.
Es hat eine super intensive Zeit, aber danach, wenn es dann geklappt hat, und das ist natürlich auch noch ein Punkt, gerade wenn es schwierig war und du schaffst es dann doch, das ist richtig geil. Also ich habe ja schon die ersten News gelesen, so, was war das? Kampagne droht zu scheitern und es ist fast schon unmöglich. Denke ich so, erstens mal, vielen Dank für den negativen Clickbait, hat bestimmt gut für Aufmerksamkeit gesorgt, aber ist so, das ist das Letzte, was du brauchst auf den letzten Metern. War wahrscheinlich nicht so gemeint, aber kommt natürlich extrem schlecht an in der Community. Und auf der anderen Seite ist es so, sag ich so, und weißt du was? Und jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Wenn einer sagt, das schafft ihr nicht, das wird nichts mehr, sag ich so, wir sprechen uns Montagabend, wir schaffen das. Okay, vielen Dank. Okay, also wir hätten, glaube ich, noch 5 Minuten, aber ja. Also ich bin sonst auch draußen, wie ihr wollt, oder wollen wir hier vor der, okay, dann machen wir es hier, klar. Ich wollte euch keine 5 Minuten hier stehlen, kein Problem. So, mal gucken, funktioniert. Ah ja. Ja, wir hatten ja schon Epic Store. Vielleicht können wir hier noch ein anderes Versprechen bekommen, weil Looter Shooter RPG auch in Singleplayer wird es ja langsam nicht selbstverständlich. Was ist mit Mikrotransaktionen? Auf gar keinen Fall. Dankeschön. Also, kleiner Ausflug dazu auch noch, falls nicht eine andere Frage da ist. Irgendjemand? Anybody? Doch, da hinten? Okay. Gut, also, die Kurzversion ist, wir finden, Microtransactions haben in einem Singleplayer nichts zu suchen. Totaler Quatsch. Du kaufst das Spiel einmal und dann kannst du spielen, bis dein Computer kaputt geht oder was auch immer. Es ist ein Offline-Spiel, da haben Microtransactions nichts verloren. In einem Multiplayer-Online-Spiel ist das eine andere Sache, weil du dann Services laufen lassen. Also, du hast hier halt diese operativen Kosten, deswegen, das ist, ich sag mal so, kann man machen, muss man nicht machen. Aber für ein Singleplayer-Offline-Spiel mit einer Kampagne, ich weiß, ich habe es auch gerade gelesen, ein großer Publisher hatte, oder viele bauen jetzt solche Sachen ein, also wir auf gar keinen Fall. Ein Grund, warum wir haben ja früher Mobile Games gemacht und da hat sich alles geändert von Premium zu Free-to-Play und mussten wir auch Microtransactions einbauen und so weiter. Und wir waren nicht erfolgreich, weil wir sie eben nicht so hart monetarisiert haben, wie das die Erfolgreichsten machen. Wir finden, das hat einfach nichts da drin verloren. Du kaufst das Spiel einmal und das war's. Also, versprochen, keine Microtransactions. Next. Das Trinken ist gar nicht so schwer mit dem Bart. Ich habe das Gefühl. Mach mal nachher ein Bier, dann bringst du mir das bei mit dem. Genau, mach mal. Und zwar, nachdem man die Story durch hat, wird man weiterhin die Galaxie erkunden können und weiterspielen können? Ja. Ja, also Story wird so 20, 30 Stunden sein und dann, also ich kann selber sagen, ich habe selber Diablo nie gespielt, I know, kann ich alle Spiele spielen, aber unser Team, gerade so Marco, unser Lead-Artist, Senior-Artist Matthias, HCK, das ist der Typ, der Galaxy on Fire damals gemacht hat, und 1 und 2, und jetzt dabei ist Andy, so Gameplay-Designer, Malte, Level-Designer und so weiter. Also lange Rede, die sind alle super Fans von Diablo 3. Die finden das total geil und die sagen, ja, dann machen wir das so und so und so und so und so. Und ich wollte, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Ihr wisst schon, was ihr tut. Also gerade dieses Endthema, dieses Endgame, wenn wir Stretch Goals angekündigt hätten, das sieht jetzt nicht danach aus, aber kleiner Blooper für euch, oder kleine Vorschau, sowas wie Rifts und so weiter planen wir eben halt auch fürs Endgame. Danke. Gerne. Geht noch was? Sniper Mike. Ja. Wenn ihr Stretch Goals geplant hattet und die jetzt nicht umsetzen könnt, weil sie im Kickstarter nicht durchkommen, habt ihr da schon alternative Pläne, die dann trotzdem später im Verlauf ins Spiel zu bringen? Ja, also im Kickstarter ist immer so, wenn du Sachen rauspackst, das ist immer nah an einem Versprechen. Und deswegen musst du natürlich vorsichtig sein, wie leicht lehnst du dich aus dem Fenster. Klar, wenn es nachher hinterher super geil, super toll läuft, Kickstarter schaffen wir, klar schaffen wir den. Und dann auf der Seite geht es nochmal weiter und dann so, hey, es hat super funktioniert, dann nehmen wir halt Stretch Goals, die wir vorgeplant haben, packen wir da noch mit rein. Also gibt es eine Menge Dinge, wo so ein Team sagt, ja, die wollen wir sowieso machen, wenn wir uns das leisten können. Ne? Und die Stretch Goals, die wir angedacht haben, das sind eben halt auch, wir haben in unserem ersten Kickstarter, das war ein Fehler, hatten wir Stretch-Codes drin, die waren so, sowas wie mehrere Sprachversionen unterstützen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Dinge, die nicht alle interessieren.
Das sind schlechte Stretch Goals, weil warum soll eine gewisse Zielgruppe für eine russische Übersetzung? Mein Russisch ist nicht so gut, warum? Ne? Machst du es nicht. Haben wir damals gemacht, weil es andere auch gemacht haben, haben wir nicht drüber nachgedacht. Du machst nur Stretch Goals, die für alle geil sind. Voller Kickstarter-Talk hier. Ja, eine Frage habe ich noch, und zwar zum Trading-System. Und zwar, du sagtest vorhin, dass Trading-Simulationen immer das Problem haben, dass ab einem gewissen Punkt es zu einfach wird, man einfach zu viel Geld hat und alles investieren kann. Ja. Und ihr habt jetzt ja natürlich das Dynamische gerade rausgeschmissen, weil es halt tatsächlich sehr viel Arbeit ist. Wie habt ihr das Problem gelöst oder habt ihr es einfach so gelassen? Ich wünschte, HCK wäre jetzt hier, unser der eine Game Designer, der damals Galaxy on Fire gemacht hat. Also, soweit ich mich daran erinnern kann, gab es Preisspannen, es gab Preisranges und ich glaube, die waren zufällig. Aber es gab nicht ein übergreifendes System, die gesagt hat, oh, der hat gerade einen Frachter angelegt und der hat gerade 5 Tonnen Kaffee geliefert und deswegen ist der Kaffee-Stock-Preis geht da gerade runter. Also das hatten wir damals schon nicht und das werden wir jetzt auch nicht haben. Wie die Jungs das machen werden, ganz ehrlich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin kein Programmierer. Gibt einen Grund, warum ich hier stehe und zu euch rede, weil wenn die Jungs das machen, wäre totale Verschwendung, weil die einfach viel geilere Grafik machen, geileren Code und geileres Game Design als ich. Danke. Danke. Ich hätte eine Frage zum Studio selber tatsächlich. Okay. Wie du FD angesprochen hast, hast du ja unterschiedliche Leute, die am Spiel grundsätzlich eben arbeiten. Wie seid ihr an die rangekommen? Ihr seid ja wahrscheinlich auch speziell fürs Everspace 2 wahrscheinlich noch größer geworden. Ja. Und sammelt ihr grundsätzlich irgendwie auf LinkedIn oder irgendwo anders? Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Biers holen und so? Könnte ein bisschen länger sein. Nein, also, kurze Version ist, ich habe Maschinenbau studiert, mit Christian, meinem Partner zusammen, habe damals auf SGI diese 3D-Grafiken gesehen, die auf Studentenschaftsteuerung, Computern sah alles kacke aus. Dann gab es in 2 Jahren später, konntest du das geiler auf dem PC machen, haben wir 3D-Grafik gemacht auf dem PC, 10 Jahre Architekturvisualisierung gemacht, haben am Ende Spiele-Engines benutzt für interaktive Visualisierung, haben die Firma verkauft, Dotcom-Blase ist geplatzt, wir haben nie das Geld bekommen, haben noch von vorne angefangen. Hatten dann per Zufall jemanden kennengelernt, der einen Kontakt zu Sony Ericsson hatte. Die wollten 3D-Spiele haben. Wir hatten HCK, das war unser erster Praktikant. Ich so, du kommst gerade von der Fachhochschule Wedel, kannst du Java? Super. Hast schon mal ein Spiel gemacht? Nee, kein Problem, machst du jetzt. Dann habe ich das an Sony Ericsson verkauft. Sony Ericsson fand dieses erste Preload-Spiel, das war 2004, total geil. Das zweite Java 3D-Handyspiel war Ridge Racer von Namco. Unseres fanden sie geiler. Und ich so, das war das BMW Mini Challenge. Sollte halt zum Preload werden. Jetzt kommt er mal runter, dann bin ich halt wieder runtergeflogen. Damals war das Marketing von Sony Ericsson in München, ich dahin. Wir hatten da schon so ein Open-World-Racing-Game auf dem Java-Handy. 350 Kilobyte war die Dateigröße. Ne? Pixel, also das Spiel war 128x128 Bildpunkte. Das ist heute ein Icon auf dem Smartphone. Da drin lief das Spiel. Dahin habe ich das dann halt gezeigt, was wir machen, fanden die gut. Und dann meinte sie, ja, also es ging immer darum, eine Demo-Version zu machen. Und wir könnten dann, also das Spiel, die Demo-Version wird vorinstalliert und dann können wir praktisch die Vollversion rausverkaufen. Hat nicht geklappt, lange Geschichte. War aber halt ein guter Weg, in die Spieleindustrie reinzukommen. Und dann sagte halt die Dame, ja, jetzt brauche ich noch ein Spiel für T-Mobile, ich brauche noch eins für Vodafone, ich brauche noch eins für E-Plus und ich brauche noch eins für, habe ich vergessen. Und dann saß ich da und ich so, okay, das ist jetzt die Chance, hier gerade 5 Demo-Versionen zu verkaufen. Ich so, ja. Dann meinte sie, was denn technologisch, richtig aufwendig? Dann meinte ich so, First-Person-Shooter? So, könnt ihr das? Und ich wusste, dass Uwe, unser Kreativdirektor, der jetzt auch wieder immer noch bei uns ist, der hat mit MoCap-Daten mit so einem Charakter mal rumprobiert. Da ist so eine kleine Demo, das ist so ein Roboter, so rumlaufen, tang, 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 schießen, so ein bisschen Terminator 0.1. Und dann meinte sie, ja, darf aber nicht bluten, ne? Also, weil vor uns, kein Problem, kommt halt Öl raus, das Ding verkauft. Meinte sie, ja, nehme ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Noch ein Rennspiel. Ach so, genau. Und dann haben wir gesagt, meinte ich so, ja, das war 2003, ne? Also Handyspiele sahen damals wirklich Tetris, das war somit fast das Beste. Das war jetzt übertrieben. Und dann meinte ich so, ja, wir könnten sowas machen. Habt ihr 1942, kann das noch einer, an den Daddelhallen, wo du anfängst mit dem Doppeldecker, Dreifachdecker, Doppeldecker, das war das, ja, geil, oder? Genau, so. Sowas könnten wir machen, nur in 3D. Du fliegst nicht, wir lassen einfach nur die Wolken kommen. Und dann schießt du halt, weil es gab so geile Partikeleffekte, das sah mega aus, also für damalige Verhältnisse. Und dann meinte ich, oh ja, super. Und ich so, das nehmen wir dann wie Cloud Commander oder so. Gibt's wirklich, könnt ihr nachgucken. Auch verkauft. Das war der Vorläufer von Galaxy on Fire.
So, und dann kam ich halt wieder von diesem Meeting, ich komme zu Christian, meinem Geschäftspartner, ich so, also ganz ehrlich jetzt, ne, Architekturvisualisierung, das haben wir 10 Jahre gemacht, wir haben einmal die Firma verkauft, voll auf die Fresse gekriegt, alles von neu aufgebaut, hier mit 3D auf dem Handy, das sieht im Moment noch scheiße aus, aber das wissen wir doch aus dem Studium, erst sieht es scheiße aus und dann in 10 Jahren, es wird nicht mal 10 Jahre dauern, sieht es total geil aus und zwar nicht nur auf 3 Geräten, sondern auf 3 Milliarden Geräten weltweit. Wenn wir da von Anfang an dabei sind, das ist eine gute Sache, immerhin ist 3D-Handyspiele. Und Christian so, ja, alles klar, whatever you say. Christian sorgt dafür, dass uns das alles läuft und so weiter. Und ich bin immer der mit den verrückten Ideen ankommt. Also, haben wir von einem Tag auf den anderen entschieden, nichts mehr Architekturvisualisierung, wir machen jetzt 3D-Handyspiele. Da hatten wir HCK, dann hatten noch ein paar andere Kollegen von ihm, ist auch noch heute bei uns, Matthias, Thies, dann Andi, sein bester Freund, das ist der, der auch an Galaxy Fire 2 mitarbeitet, der macht jetzt hier gerade die ganze offenen Weltgeschichten und so weiter. Alles Diplomaten von der Fachhochschule Wedel. Und Marco, der begnadet, warum die ganzen Sachen so geil aussehen, Marco, der hat bei uns eine Ausbildung gemacht. Der konnte original gar nichts. Es hat ein halbes Jahr gedauert. Ja, es war wirklich so. Also was, wie, hä, wie geht das? Und ist aber so der Dude mit den dunklen Augen, schwarzen Haaren, so redet nicht viel, immer furztrockenen Humor, macht auch diese geilen Imager-GIFs mit den frechen Beschreibungen und so, macht er echt super. Und Uwe, unser Kreativdirektor, der kann eigentlich auch richtig gut 3D. Und ich habe das auch mal eine Weile gemacht, also bin da nicht total blank. In einem halben Jahr hat Marco schon mehr drauf gehabt als Uwe und wir alle zusammen. So, was ist das? Wo kommt der denn her? Der hat noch nie woanders gearbeitet. Der ist immer noch bei uns. Also auch 2 Insolvenzen mit überlebt und trotzdem bei uns. Also das ist die lange Antwort. Und wir haben dann nochmal einen Schwung von anderen Kollegen aus den Hamburger Studios so bekommen, die entweder bei sich einen Tapetenwechsel haben wollen oder einen Job verloren haben. Mann, wir sind so froh. Wir haben so ein glückliches Händchen gehabt mit denen. 4, 5 Kollegen, die jetzt noch dazugekommen sind. Das ist so eine Mischung aus, die sind so in ihrer Gruppe für sich, haben aber auch viel Erfahrung. Die treten unseren Alten so ein bisschen in den Arsch. Ne? Man kann Sachen auch mal anders machen, ist auch nicht schlecht. Wiederum auf der anderen Seite gucken sie dann halt, wenn unsere 3 Kern-4 Jungs, wenn die mal so 3 Tage was knüppeln, das ist ein ganzes Feature fertig, sieht geil aus. Wie macht ihr das denn? Wir schreiben nichts auf. Wir machen es einfach. Wir schreiben schon noch Sachen auf. Also, aber wenig. Und wir machen wenig Meetings. Sitzen alle in so einem offenen Studio. Und diese Mischung, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Jetzt sind wir so 20 Leute. Jetzt kommen wir so an den Punkt, wo wir haben einen Projektmanager, der macht das alles sehr vorsichtig. Sagt, hey, pass auf, ich sage euch jetzt nicht, was ihr zu tun habt, weil das wäre eine Katastrophe. Sondern ich helfe euch, die ganzen Tasks, die da sind, dass nichts vom Tisch runterfällt und so weiter. Das macht er super. Hat bei Blizzard im Community Management gearbeitet. Das heißt Kaspar, wenn ihr den auf der Kickstarter-Wall seht, der ist übrigens gerade Vater geworden. Das war auch noch während des Kickstarters. Vorgestern ist der Papa geworden. Woohoo! Also, Production Baby haben wir auch. Wir haben jetzt keine großartigen Ausschreibungen und so weiter, weil wir wirklich ein kleines Team sind. Und das Allerwichtigste für uns ist, also du kannst qualifiziert sein, bis der Arzt kommt, ne? Du bist einfach ein Typ, mit dem man nicht klarkommt. Puh, keine gute. Hatten wir nämlich auch. In unserem vorigen Studio waren wir bis zu 80 Leute. Ich muss gleich gehen, ne? Ja, okay. Wir können draußen weiterreden. Nee, ich habe ein Panel danach. Danach können wir weiterreden. Bringt gerade Spaß. Lange Rede, kurzer Sinn. 2 Dinge, das habe ich vorhin in dem Stream auch gesagt. 2 Dinge, wenn du in dem Studio bist, 2 Dinge sind total wichtig. Eines ist das aller Wichtigste. Das erste ist dein Team. Und dein Team muss dafür brennen, das Spiel zu machen und muss so überheblich sein, so verbohrt sein. Wir sind die Geilsten in diesem gewissen Genre. Wir können das, wir machen das geiler als kein anderer. Wenn du das nicht in deiner Birne, das ist schwer zu schaffen, ist klar, aber das musst du in deiner Birne drin haben, weil natürlich draußen die Konkurrenz ist immens. Und das Zweite ist deine Community. Wenn du keine Fans hast, die an dich glauben, kannst du auch nach Hause gehen. Wenn du diese beiden Sachen hast, alles andere, Geld, Publishing-Deals, Plattform-Deals und so weiter, kommt von selbst. Okay. Alright. Vielen herzlichen Dank. Okay, danke.